Ja, ich bin Ramus Sirk, ich bin 18 Jahre alt. Ja, ich bin hier geboren in Österreich. Ja, ursprünglich komme ich aus Bosnien. Ich gehe hier zur Schule, bin hier immer zur Schule gegangen. Ich spreche fließend Deutsch, Bosnisch. Und ja, habe hier auch ziemlich mein ganzes Leben verbracht. Es war Anfang 1995, Kriegszeit in Bosnien. In meiner Heimatstadt Gornji Vakuf hörte man jede Minute Gewehrschüsse. Hier kämpfte man jeden Tag ums Überleben. Na, ich schon, wir sind nach Osterei ungefähr früh, 2 Jahre von Anfang an Krieg. Ich schon arbeite unter einer Metallfirma. Dann hier bekommen, denken nur 2-3 Jahre ein bisschen verdienen Geld, dann machen ein Haus, dann geht ein schönes Leben unten. Aber nicht so, was sie denken. Später, ungefähr 92 oder dann schon 90, ein bisschen anfangen Krieg, dann nichts, keine Arbeit, kein Job. Jeden Tag weniger Arbeitsplätze, dann nichts zurück nach Bosnien. Alle haben mitgekämpft. Keiner wollte zu Hause bleiben und alles dem Schicksal überlassen. Meine Mutter machte sich Sorgen um unser aller Leben. Zu dieser Zeit musste sie bereits 2 Kinder großziehen und war gerade im 5. Monat mit mir schwanger. Ja, ich habe Angst, ja, dass es noch Krieg ist. Das ist mein Mann in Österreich. Ich nur war in Bosnien, ich schwanger. Ja, das ist immer zu Hause, das ist nicht viel draußen. Das ist Krieg, das ist verboten. Aber ich habe früh Angst, wenn Krieg unten, ich bin hier. Dann keine Telefon, habe nur das ist Amateur, eine Funk von Bundes. Her, von Bosnische. Dann dieses geht nur ungefähr Wochenende einmal, aber nichts geht für ungefähr ein paar Minuten, dann aus. Das ist mein Mann, er immer schicken. Das ist nicht bekommen nach Bosnien, aber immer schicken etwas Geschenke. Das ist wieder nicht schlecht. Ja, ich bin noch einmal schicken, 2 Pakete über UNO. Dieser Paket ist ja ungefähr 2 Monate, ich weiß nicht, wo Italien oder sowas, aber kommen nach Gornji Vakuf, nach meiner Familie. Ich schicke in dieses Paket ein paar Schokolade und ungefähr 30 Paar Schuhe. Wenn die schauen, diese meinen Dorf, dann ganz Dorf kommen und schauen, Wahnsinn, das ist noch nicht 10 neue Schuhe, das ist ungefähr 1 Jahr, ist ganz zu machen mit der Bosnien. Wie gesagt, wir waren nicht direkt vom Krieg betroffen, wir waren außerhalb in einem Dorf, aber wir haben ziemlich viele Soldaten, Verletzte in unserem Haus gehabt. Das heißt, unser Haus war eher als Krankenhaus sozusagen da. Die ganzen Verletzten waren bei uns, wir haben sie dann betreut. Ich habe auch als Kind ziemlich viele Sachen mitgesehen, miterlebt, also Einschusslöcher und so Sachen, was man heutzutage halt im Fernsehen sieht. Ich war sozusagen mittendrin, ja, und habe sehr viel miterlebt, aber als Kind nimmt man das nicht so ernst. Nach endlos langen Tagen und Nächten der Angst fand mein Vater einen Ausweg aus der gefährlichen Situation. Es war Ende Februar, als er ein Angebot erhielt, nach Österreich zu fahren und drüben als Gastarbeiter zu arbeiten. Und es dauerte nicht lange, da waren meine Eltern und meine Geschwister schon am Kofferpacken. Es fiel ihnen sehr schwer, sich von Verwandten und Freunden zu verabschieden. Doch um das Leben seiner Familie zu schützen, musste mein Vater so handeln. Es war eine gefährliche Fahrt. Alle hatten Angst davor, dass jeden Moment eine Granate auf der Straße explodieren
oder sonst etwas Schreckliches passieren würde. Alles ging gut aus und wir kamen unversehrt in Österreich an. Ich war ja besonders gut geschützt im Bauch meiner Mutter. Ein paar Wochen später kam ich auch schon zur Welt. Gesund, kräftig und sorglos. Ich und mein Vater teilen uns seit diesem Moment einen Namen. Ramo. Ich Junior, er Senior. Man kommen in Österreich, da haben wir viele Probleme wegen Visum. Dann kommen meine Ramo geboren hier, ungefähr 3 Monate ablaufen, hier haben ungefähr 1 Monat. Dann bekommen von einer Polizei von Urfa, muss Assi von Österreich, muss machen Visum Assi Österreich. Dann ich sage, keine Chance, wo es ist Krieg. Ich sage, ich geht nichts Assi. Dann immer viel reden, dann diese wieder geben 2-3 Monate weiter Visum. Dann später, ich wieder muss wechseln Wohnung von Urfa nach Ebersberg. Dann dieses ist, gleich haben andere Polizei, dann hat diese Polizei bekommen erste Visum und später 5 Jahre nehmen österreichische Staatsbürgerschaft. Dann jetzt ist Gott sei Dank. Nach einiger Zeit bekamen wir die österreichische Staatsbürgerschaft und auch mein Onkel und weitere Verwandte kamen nach Österreich. Unsere Familie war wieder vereint. Am Anfang wohnten wir alle zusammen in einem Haus eines Bekannten in Pichling. Später zogen wir mit unserem Onkel nach Urfa in eine kleine Wohnung. Dort ging ich mit meinen Geschwistern auch zur Schule. Ja, ich muss sagen, die ersten Eindrücke, also ich bin hergekommen, habe mir die Namen durchgelesen. Thomas, Daniel, habe das unten gar nichts gekannt. Unten hatten wir Namen wie Mustafa, Sul. Ich habe geglaubt, ich habe nicht gewusst, ob das Namen sind oder ob der Spind so heißt. Oder es war echt, also am Anfang bin ich mir vorgekommen, als wäre ich taub. Ich habe nichts verstanden, die Leute haben geredet. Ich bin nur mitgegangen. Und dann mit der Zeit, also im zweiten Halbjahr dann, ich habe mich so gefühlt, als hätte mir irgendwer die Ohren ein bisschen durchgeputzt. Also ich habe ein bisschen was verstanden und so ist es dann immer weitergegangen. Ja. Aber die Leute und die ganzen Mitschüler haben sich immer um mich gekümmert. Ich war auch selber, bin es jetzt auch, glaube ich, ein offener Typ. Also ich habe mit Leuten immer Kontakt gesucht und habe mich nicht irgendwo verkrochen in der Ecke. Und habe auch dann ein paar Sachen erzählt, die dann mir passiert sind. Ja. Also habe es versucht zu erzählen. Heute können wir alle Deutsch, haben Arbeit oder studieren sogar. Wir haben Glück gehabt. Bosnisch, zu Hause Bosnisch. Aber mit Schwester Deutsch. dann ich weniger verstehe. Ja, das ist meine Kinder entsprechend zu Hause. Na, wenn man zusammen Kinder, dann sie ja auf Deutsch. Das geht leicht reden, aber in Wohnung, in Hause immer reden mit Bosnisch. Also ich wohne mit meiner Schwester und mit meinen Eltern in einer Wohnung, vielleicht 100 Quadratmeter in Linz. Und so wohnt sie, also wir haben alle halt unseren Freiraum, jeder hat sein eigenes Zimmer. Es lebt sich eigentlich super, wir haben ein großes Wohnzimmer. So finanzielle Probleme bei uns gibt es nicht wirklich, also gibt es keine. Wenn wir was brauchen, jeder hat Arbeit, jeder Einzelne. Ich habe Arbeit, meine Schwester hat Arbeit, meine Eltern arbeiten. Wenn wir was brauchen, finanziert das ist selber. Ansonsten fragen wir halt immer um die Eltern um Geld. Aber sonst finanzielle Probleme jetzt gibt es keine. Aber hier ist es ganz gut. Hier ist jeder Mensch, wer wollen arbeiten, richtige hier ist haben alles. Was wollen du, kannst du machen. Nur nichts wollen nach Bosnien, ich bin hier und keine Probleme. Jetzt jeder Jahr fahren nach Urlaub und sowas. Oder wann ich wollen kann, kann ich jetzt fahren nach Bosnien. Aber hier haben alles meine Kinder, meine Familie. Aber in Schule, Arbeit, ich bin hier, ist Sicherheit. Noch ein paar Jahre dann Pension. Also ich glaube schon, dass mein Vater in der Pension da bleiben wird, also da leben wird, weil da einfach jetzt, er sich da eingewohnt hat und er mich hat, der Deutschlerner, wegen der Arbeit hat er nicht viel Zeit, halt, ist klar.
Aber er hat da Freunde, Familie, da baut man jetzt ein Leben auf, hat man eigentlich schon aufgebaut. Aber da wird jetzt die nächste Familie gegründet, wie ich es auch schon gesehen habe, mein Bruder. Und ja, da haben wir jetzt eigentlich schon den Grundstein gelegt, dass wir da leben. Ja, meine Mutter arbeitet da, also von Montag bis Freitag arbeitet sie auch durchgehend. Wenn sie heimkommt, bereitet sie das Essen vor. Sie kümmert sich um die Kinder, um die ganz Kleinen. Und wenn sie Zeit hat halt. Und ja, typisch, sie sagen, Hausfrau-Mutter. Sie bereitet das Essen vor, sie kümmert sich um die Kinder, sie schaut nur immer nach uns. Wenn meine Schwester mal abends später heimkommt, bleibt sie, stellt sie um Mitternacht drauf, schaut, ob es da ist. Wenn nicht, dann ruft sie es halt nochmal an und wartet, wenn sie einmal sogar vom Fenster und schaut, ob ihr Auto da ist. Ich bin jetzt derzeit in Hörsching bei der Luftfahrzeugtechnik beschäftigt, bin dort als Flugzeugtechniker angestellt und da muss ich noch gewisse Prüfungen ablegen. Und ja, das sind meine Ziele, dass ich das schaffe und dann geht es weiter. So, ja. Ja, meine Lebensplanung ist, da einmal die Schule fertig zu machen, dann hoffentlich Aufbaulehrgang schaffen, positiv gut abschließen. Dann, ich weiß nicht, das habe ich weiter, habe ich selber nicht ehrlich gesagt. Vielleicht studieren, vielleicht dann direkt arbeiten, da kann ich aber nur nichts sagen. Ich arbeite samstags in Merkur und verdiene um die 300. Ich arbeite einmal in der Woche am Samstag. Und ja, wie schon gesagt, verdiene 300 und gebe halt von dem ca. monatlich 100 an meine Eltern, wenn die es halt brauchen. Ich zahle mir mein Handy selbst, mein ja, Bauspar zweimal selbst. Ja, alles, was ich mir kaufe, Kleidung, alles, also selber. Na, also ich habe nicht vor, dass ich zurückgehe, aber Heimweh habe ich auch nicht, weil die ganze Familie in Österreich ist. Ich habe schon geplant, dass ich da arbeite, dass ich da mein Leben verbringe. Und dann wird es schwer sein, also da ist Arbeit, Schule ist noch nicht wirklich fortgeschritten. Und ich möchte schon auf jeden Fall abends Urlaub machen, aber da grundsätzlich in Österreich schon arbeiten und Familie haben und ja. Wenn ich unten hinfahre und ich fühle mich noch immer wohl und ich muss ehrlich sagen, also es ist der Aufenthalt unten, wenn ich unten bin, eine oder zwei Wochen, das ist mit keinem Urlaub vergleichbar. Also ich fühle mich unten trotzdem noch immer am wohlsten. Ich weiß nicht wieso, ja. Aber es ist so. Freunde, Familie, du bist einfach ungestört, es ist pure Natur unten. Also da, wenn du schlafst, dann schlafst du bis 12 Uhr durch oder irgendwas, da stört dich, da weckt dich nichts auf. Da, das ist einfach Ruhe und hast keine Sorgen einfach. Da hast du einfach den Urlaub und wenn du willst, kannst du da Spaß haben, kannst du mal ausgehen am Abend mit Freunden, Verwandten. Unten ist ja für mich immer was los. Ja, ich würde sagen, danke. Beste für Danke in Österreich, sagen wir, wo es ist gegeben für uns, und nicht nur für meine Familie, für viele bosnische Familie ist hier, es ist jetzt schönes Leben, gut Leben haben, wo ist was brauchen. Es ist generell der Staat Österreich, sage ich mal, ist super zu mir gewesen und ich kann eigentlich nur das Beste erzählen. Aber jetzt ist es gut, jetzt haben meine Kinder, haben Onkelkinder, jetzt ist es zufrieden mit meinem Leben. Хочу за шуїчко пекрію.